Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute geht es wieder um das kleine 1x1 und ich will euch zeigen, wie viele Kombinationen müssen wir eigentlich wirklich lernen. Dafür schauen wir uns das kleine 1x1 einmal an. Wir haben hier die 1er Reihe, die 2er Reihe, die 3er Reihe und so weiter. Insgesamt haben wir 10x10 Kombinationen, das heißt, wir müssen eigentlich 100 Kombinationen auswendig lernen. Aber ist dem wirklich so? Eigentlich ja, aber, und das Aber ist jetzt ganz groß, gucken wir uns hier die 1er Reihe an. Die müssen wir eigentlich nicht wirklich lernen, denn jede Zahl multipliziert mit einer 1 ist die Zahl selbst. 1x2 ist 2, 1x3 ist 3, 1x4 ist 4 und so weiter. Das heißt, die 1er Reihe hier und hier müssen wir eigentlich nicht lernen, denn das wissen wir eigentlich. Ähnlich sieht es aus mit der Multiplikation mit der 10. Denn bei jeder Zahl, die wir mit einer 10 multiplizieren, müssen wir eigentlich nur eine 0 dranhängen. Sprich, aus 2x10 wird 20, 3x10 wird 30, 4x10 wird 40 und so weiter. Das bedeutet, wenn wir das einmal wissen, müssen wir das eigentlich auch nicht mehr lernen. Das heißt, die beiden 10er-Reihen fallen hier auch weg. Und was bleibt über? Wir haben 8 Zahlen in die Richtung, 8 Zahlen in die Richtung. Sprich, es gibt noch 8x8 Kombinationen, finden wir hier wieder. Und am besten wir wissen, es sind 64 Möglichkeiten. Aber es wird noch besser, denn wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Die 2er-Reihe. 2x2 bis 2x9 müssen wir lernen. In der 3er-Reihe beginnt es jetzt mit 3x2, dann 3x3 und so weiter. Aber die 3x2 finden wir auch in der 2er-Reihe wieder, in der Form von 2x3. Und wir wissen hoffentlich, dass 2x3 dasselbe ist wie 3x2. Bei der Multiplikation können wir die Zahlen einfach drehen. Das heißt, wenn wir die 2er-Reihe können, können wir bei der 3er-Reihe eigentlich die 3x2 weglassen. Und die neuen Kombinationen, die wir lernen müssen, beginnen erst ab der 3x3. Bei der 4er-Reihe, die 4x2 und die 4x3 tauchen hier oben auf. Alles, was wir eigentlich neu lernen müssen, sind diese Kombinationen. Das Spiel setzt sich auch bei der 5er-Reihe fort. Das ist schon bekannt, das ist neu. Bei der 6er-Reihe, das ist eigentlich schon bekannt, das ist neu. Hier bei der 7er-Reihe, das ist neu. Bei der 8er-Reihe kennen wir fast schon alles und das ist neu. Und bei der 9er-Reihe kommt als einzige neue Kombination eigentlich 9x9 dazu. Und so sehen wir, dass wir, wenn wir das kleine 1x1 lernen, eigentlich nur diese Zahlenkombination auswendig lernen müssen. Wie viele sind das? Wir können das ganz einfach abzählen. Wir haben hier 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und eine Kombination macht insgesamt 36. Das bedeutet, wir müssen eigentlich nur 36 Kombinationen auswendig lernen, um das kleine 1x1 sicher zu beherrschen. Und das ist eigentlich nicht wirklich viel. Aber wenn wir das Ganze hier sehen, können wir auch noch ein, zwei andere Sachen wunderschön darstellen. Das ist ja unser gesamtes kleines 1x1. Die äußeren Reihen sind eigentlich so einfach, dass wir sie nicht wirklich lernen müssen. Welche Kombinationen wir aber auf jeden Fall lernen müssen, sind, wenn wir die Zahlen mit sich selbst multiplizieren. Das ist diese Reihe. Was wir hier in dieser Darstellung aber eigentlich schön sehen können, ist, dass dieses obere Dreieck hier unten gespiegelt wird. Denn die 9er-Reihe, die wir hier oben hier lernen, würden wir hier unten hier lernen. Die 8er-Reihe, die wir in dem oberen Dreieck hier lernen würden, würden wir hier unten lernen. Und so weiter. Das heißt, die Diagonale müssen wir auf jeden Fall auswendig lernen und dann bleibt es uns überlassen, lernen wir das obere Dreieck oder das untere Dreieck. Diese beiden Dreiecke unterscheiden sich lediglich, dass die Faktoren getauscht werden. Hier steht zum Beispiel 3x7, hier steht 7x3, hier steht 4x8, hier steht 8x4 und so weiter. Einfach schön. Und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass das kleine 1x1 eigentlich gar nicht so groß ist. Zumindest nicht das, was wir auswendig lernen müssen.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es mit euren Freunden, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran.